Einen wunderschönen guten Tag. Wir starten heute mit Celeste. Eine glückliche Veränderung in Form von Umzug oder Arbeitswechsel steht bevor und bringt dir positive neue Energie. Und diese positive neue Energie sieht man hier schon. Alles wird jetzt wie göttlich geführt bei dir. Wir haben die Führung in deinen Geldfluss, wir haben die Führung in deine Festigung, wir haben die Führung auch in deine Position der Arbeit und auch in deinem Zyklus vom Außen her anerkennende Wertschätzung. Das ist wundervoll. Die Problematik, die dabei aber noch besteht, ist so dieser Selbstzwang und dieser Perfektionismus, den man sich selbst aneignet, um dem Ganzen gerecht zu werden. Du bist aber schon perfekt, ansonsten würdest du nicht diese Wertschätzung jetzt bekommen und du darfst somit in den Einklang mit deiner Seele jetzt gehen, in diesem seelischen Konstellationsfeld. Es ist immer der richtige Zeitpunkt und immer der richtige Ort. Verschiebe nichts auf später. Erledige, was zu erledigen ist. Und das ist natürlich jetzt der beste Hinweis, den du bekommen kannst. Geldfluss zu organisieren und auch zu verarbeiten, bedeutet eben auch zu handeln. Und wie sollst du handeln? Du solltest hier auf jeden Fall in dich und deine Spiritualität setzen. In dich und in deinen seelischen Weg. Hier kommt nämlich die Festigung dieses Zykluses, der einfach nur Perfektion für dich schon mal spiegelt. Wir haben ihn nämlich im Fluss der Emotionen, im Fluss der Spiritualität, die sich festigt, aber auch im Fluss der Spiritualität, die hier karmisch zu dir geführt wird. Was das bedeutet, dass Familienthematiken, die einst vielleicht diese Anerkennung und Wertschätzung abgelehnt haben, jetzt aufgearbeitet werden und für dich somit ein harmonisches Energiefeld erzeugen. Ja, Layla haben wir hier noch. Verbringe Zeit allein in der Natur. Meditiere über deine Wünsche und Aussichten. Bitte die Engel, dir zu helfen, zu einer positiven Sicht zu kommen. Ja, die Spiegelung des Perfektionismus, den du dir selbst aneignest. Das ist natürlich hier die Frage, warum und weshalb du dir so viel Druck aufbaust. Daher zieh dich zurück. Geh für dich vielleicht auch mal in eine Kurzmeditation. Heute Abend kommt hier auf diesem Kanal ein um 18 Uhr. Vielleicht aber auch die Führung deiner Seele einfach mal der göttlichen Führung übergeben. Das Vertrauen der Emotionen einfach mal zu leben. Vielleicht aber auch an sich selbst arbeiten mit Hilfe vom Außen, wie zum Beispiel mit einem Coach wie mir. Du kannst dich jederzeit gerne bei mir melden für ein kostenloses Erstgespräch, was ein Coaching betrifft. Diese emotionale Lage, in der du deine Mitte finden sollst, um die soll es heute natürlich auch gehen. Denn die Thematiken der Finanzen und des Vertrauens zu dir selbst, die sind noch irgendwo in der Vergangenheit. Das Leben findet im Hier und Jetzt statt. Ist natürlich der beste Hinweis darauf, dass du dort für dich handeln solltest. Lasse deine Gedanken an die Vergangenheit und an die Zukunft los und komme mit deinem Körper und deinem Geist immer wieder in die Gegenwart zurück. Denn dein Leben im Hier und Jetzt und vor allem heute bringt dir alles, was du brauchst, und jeden Impuls zeigt es dir auf, den du willst, auch wo du handeln musst, auch wo du schon festgefahren bist oder was gefestigt bleibt, im Karma wie im Schicksal, in deiner Emotionswelt wie auch in deiner Seele, vom Außen geleitet wie von dir geführt. Alles wird dir heute gespiegelt, du musst es nur wahrnehmen. Erzengel Raphael, ich helfe dir, körperliche Herausforderungen und Schwierigkeiten bei dir selbst und anderen zu heilen. Du bist ein Heiler wie ich. Und diese Heilungskraft, wenn du auch zulässt heute, wird dich in eine wundervolle Energie bringen, weil du eins verstanden hast. Du bist verdammt viel wert.